schönen guten Morgen aus Dinkesbühl. So, heute nehme ich euch mal mit in eine Elektroinstallation. Ich habe jetzt hier mal die Batterie ausgebaut in einem Detlefs. War schon nicht ganz so einfach, weil hier alles wieder sehr eng ist. Aber ich möchte euch jetzt hier mal mitnehmen, wie wir das eigentlich machen. Also zum einen sehen wir hier schon wieder natürlich unzählige Kabel auf dem Pol. Ja, ich sag's ja immer, kann man machen. Ich bin überhaupt kein Freund davon, weil hier auch teilweise unisoliert, wobei das ein Temperatursensor ist, das funktioniert. Aber hier schauen die Kupferlitzen raus, das finde ich halt alles nicht so schick. Wir werden das Ganze umbauen auf eine anständige Masseverteilung. Genauso auch diesen hier, den wir hier anständig umbauen auf eine Plusverteilung. Hoppala, jetzt spinnt mein Gimbal wieder. Weiß nicht, was er zurzeit hat. Damit es alles sauber ausschaut, weil es kommen nur ein paar Kabel dazu. Dann haben wir hier den Solarregler, weil der Kunde hat schon eine Solarplatte drauf, die wir ja wegmachen. Der hier dann mit diesem Stecker angeschlossen ist an dem EBL. Ich werde mir demnächst mal die Mühe machen, das rausmessen. Also ich würde so eine Solaranlage nicht unbedingt anschließen, weil wenn ich die Solaranlage hier über den EBL laufen lasse, also gut, bei einer Platte, die eh nicht viel bringt, mag das vielleicht so einigermaßen funktionieren. Aber wenn ich eine Solaranlage mit 3, 4, 5 Platten, keine Ahnung, hier über den EBL laufen lasse, ist für mich zumindest rein von der Logik her der EBL, wie soll ich sagen, also ein echter Energiebremser, weil da gehen ja gar nicht die Kabel mit dem Querschnitt entsprechend durch, muss hier durch verschiedene Intuitionen dann das Kabel wieder zurück vom EBL in die Batterie, wo ja eigentlich die Innenversorgung stattfindet, finde ich jetzt persönlich nicht ganz so glücklich. Geht zwar sicherlich, funktioniert auch, aber ich glaube jetzt nicht, dass man hier die volle Energie ausschöpfen kann. Darum werden wir den EBL jetzt auslassen. Wir gehen direkt auf Batterie vom Solarregler aus und werden das Ganze ein bisschen anders verklemmen und hier ein bisschen Ordnung reinbringen. Jetzt mache ich wieder einen Schritt weiter, weil wir den Ladebooster natürlich rausmachen. Der kriegt ja einen vom WCS, den Ladebooster. Da müssen wir vorher zur Lichtmaschine noch ein Kabel ziehen, damit wir das auch vom Sensor her dementsprechend anschließen. Und da hole ich euch dann wieder mit bei. So, jetzt haben wir hier wieder den Klassiker. Also wir wollen jetzt gerade den Ladebooster ausbauen. Also ich muss ihn ausbauen, weil es kommt ja anderer Ladebooster rein. Also ihr seht schon, wie der hier montiert ist. Das ist in der Fertigung natürlich so gemacht. Das Problem ist nur, wenn der mal kaputt ist, also durch die Strebe hier und durch dieses Metall, wo er hier angedockt ist, kriege ich den hier überhaupt nicht raus. Also ich habe keine Chance, ne? Weil die Gewinde hier, ihr seht, hier viel zu lang sind, also die schlupfen hier gar nicht raus. Also entweder ich hole die Brechstange, verbiege die ganze Vorbeugung oder ich muss jetzt hier die Gewinde abschneiden. Es ist auch wieder so ein Punkt, wo ich mir wünschen würde, wenn manche Hersteller einfach so ein bisschen mitdenkender arbeiten würden, weil es könnte ja mal sein, dass so ein Ladebooster auch mal kaputt geht. Also ich möchte mal wissen, wie das hier der Hersteller bzw. der Händler tauschen soll, wenn das Gerät kaputt ist. Also da gehen Stunden drauf, weil eigentlich muss er ja hier den kompletten Schrank oder die komplette Sitzbank ausräumen, weil er hat ja gar keine Chance, das Ding hier rauszukriegen, ohne was kaputt zu machen. Also entweder schneidet er hier die Kunststofffüßle ab oder er muss die Gewinde abschneiden, bloß dann tut er sie danach schwer, dann kann er sie ja nicht mehr befestigen, weil dann die Gewinde weg sind. Also ich weiß nicht, wie das hier gedacht ist, wie das hier gemacht werden soll. So jedenfalls eine sehr schlechte Konstellation und ja, da würde man manchmal wünschen im Wohnmobil-Business, dass auch ein Hersteller so ein bisschen mit dran denkt, wie verbaue ich einen Ladebooster, dass er zugänglich ist, dass er, wenn er defekt ist, auch mal ausgetauscht werden kann und dann schauen wir mal weiter, was mich hier nur so erwartet und wie es hier noch so weitergeht. Also, bis gleich. So, jetzt sieht es hier so aus, wenn die zwei Batterien drin sind.
also sprich die zwei Lithium-Akkus. Den Original-Akku haben wir jetzt natürlich rausgemacht. Und nun müssen wir anfangen, das Ganze natürlich anständig und neu zu verkabeln. Ich meine, wir können natürlich nicht hier den Wust, das mache ich natürlich nicht auseinander, weil das kann ja kein Kunde mehr zahlen, wenn man das anständig machen will. Aber hier ist halt auch wieder zig Kabel aufgewickelt. Aber gut, das ist halt so. Da kann ich nichts machen. Dann haben wir hier einen Plusverteiler gesetzt. Und hier auf der Seite, hier unten, haben wir den Masseverteiler gesetzt. Jetzt ist natürlich die nächste Problematik, die ganzen Dinger passen natürlich hier nicht mehr, die ganzen Kabelschuhe, jetzt müssen wir überall neue ankrempen. Das ist natürlich auch wieder ein Haufen Arbeit, wir müssen die alten wegmachen, wir müssen neue ankrempen. Das muss dann wieder hier mit Schlauch sauber isoliert werden, sauber gepresst werden, damit die natürlich hier auf diese Schraubverbindungen drauf passen, weil wir machen immer alles drauf, also die Dinger, die halten ein paar Ampere aus und somit müssen wir natürlich auch größere Kabelschuhe ankrempen. Das ist jetzt wieder ein wenig Act und da werden wir uns jetzt drüber machen. Und den alten Ladebooster haben wir jetzt hier rausbekommen. Ich muss natürlich hier die Schrauben ein bisschen abkürzen, damit wir den rauskriegen. Wo ich jetzt den neuen Ladebooster verbaue, da muss ich mir jetzt nur eine schöne Stelle einfallen lassen, damit er auch genügend Luft kriegt. Ich will euch die Geräte mal im Vergleich zeigen. Also das da war ja der erste Ladebooster von Schaut. Von keinerlei Kühlkörper dran, nichts. Da hinten ein kleiner Ventilator, hat aber hier die Ansaugseite, sprich die Lüftungsschlitze. Ja, kann man machen. Ist ein schönes Teil, aber ein 45er. Was kann der alles? Den kann man hier einstellen. Maximaler Output auf Gel und AGM und Lithium. Da kann man dementsprechend dann, aber hat natürlich keine Lichtmaschinenerkennung und kein Rapid und nix. Und wenn wir jetzt mal das gleiche Gerät vergleichen von WCS, wenn wir das hier mal drüber stellen, guck mal an. Wesentlich kleiner das ganze Thema, kompakter, tolle Geschichte. Und jo, da suchen wir jetzt noch einen anständigen Platz, damit wir den hier sauber unterkriegen. Weil die Problematik ist, ich brauche ein bisschen Luft. Hier muss er sauber ansaugen können. Hier unten muss er seine Abwärme abgeben können. Und das ist ganz wichtig beim Ladebooster, weil er muss ja schon ein bisschen was schaffen. Ne? Und hier unten haben wir jetzt den Wechselrichter montiert. Haben wir ja bei so einem Fahrzeug schon mal gemacht in der Ecke. Funktioniert auch tadellos. Sicherlich auch nicht immer der Idealfall. Aber in dem Fall halt nicht anders machbar, außer der Kunde will einen Komplettumbau, weil dann müssen wir die ganze Thematik hier rausschaffen. Ich bin eh immer nicht begeistert, wenn die ganze Elektrik hier in dem Truma-Fach verbaut ist. Aber aus Platzgründen ist das halt oft so der Fall. Bei Knaus ist es auch öfter der Fall. Geht nicht anders, platztechnischen Gründen oder wie auch immer. Ist halt so. Also ich habe in meinem Fahrzeug mir den Aufwand gemacht und habe die ganze Elektrik natürlich hinter in die Heckgarage gelegt, weil ich wollte das anständig gemacht haben. Aber gut, das geht halt nicht in jedem Auto und ist auch nicht umsetzbar, weil das ist natürlich auch viel Arbeit und da hängt man auch viele Stunden dran. Jo, so, dann machen wir jetzt weiter und jetzt krimpen wir mal die ganzen Kabel neu, suchen uns einen schönen Platz für einen Ladebooster und ja, und der Solarregler fällt uns noch, den müssen wir auch noch dementsprechend einbinden. Hier haben wir die Solaranlage vorhanden, wo schon oben ist, das kommt natürlich alles weg, weil da setzen wir jetzt zwei neue Platten drauf und dann brauchen wir noch einen Platz für einen Solarregler eben. Jo, und dann machen wir das weiter. Dann hole ich euch später wieder dazu. Bis gleich. So, jetzt werden die Batterien, die werde ich jetzt mal anschließen mit dem Ladegerät hier, weil wir müssen die Batterien natürlich separat voneinander laden, weil wir zwei parallel schalten und damit sich die richtig ausgleichen, laden wir die getrennt voneinander auf 100% auf und erst dann können wir es verbinden entsprechend. Hier arbeiten wir in dem Fall immer mit einem Spezialwerkzeug.
Da haben wir hier Spezialratschenschlüssel, die sind besonders gegen Strom gesichert. Ich müsste jetzt lügen, ich glaube, das geht bis 1000 Watt, die Dinger, weil natürlich hier zum Beispiel der Pluspol ist. Hier geht man drauf und dann kommt man gern hier mal an Masse bzw. an Metall, und damit es hier nicht knallt und wir die Batterien kaputt machen bzw. hier Kurzschlüsse verursachen, wird hier bei uns immer mit so einem Spezialwerkzeug gearbeitet. Kosten einen Haufen Geld. Ja, genau, hier steht es, 1000 Volt. Uah, genau. Aber das sind Dinge, die sind unumgänglich. Das brauchen wir, das muss gemacht werden, damit hier alles wirklich sauber und ordentlich gemacht wird. So, jetzt schließe ich mal die Batterien an. Dann werden die dementsprechend separat aufgeladen. Und dann machen wir hier an der Verteilerbox weiter und platzieren den Ladebooster. Bis gleich. So, jetzt haben wir den richtigen Platz für den Booster gefunden. Und zwar haben wir den WCS Rabbit Booster genau unter die Batterien gesetzt. Jetzt werden viele von euch sagen, ja, wegen der Wärme und hin und her. Ist überhaupt kein Problem, weil unterhalb des Boosters ist ja die Ansaugung. Und ich habe die Entlüftung genau hierher gemacht. Da unten ist alles frei. Da haben wir einen Weg sauber freigeräumt, dass durch das Lüftungsgitter hier die Abluft raus kann. Also sitzt der hier eigentlich perfekt. Wir haben den jetzt auch sauber angeschlossen. Jetzt wird er da noch ein bisschen schön hinsortiert. Und dann setzen wir die Batterien ein. Und dann hole ich euch dazu, wenn wir das Ganze in Betrieb nehmen. Angeschlossen ist er schon. Und jetzt müssen wir nur noch dann die Programmierung durchführen. Die Lichtmaschinensensor haben wir schon installiert. Und dann kommt noch der Batteriesensor. Und dann geht es aber auch schon los. So, nun sind wir soweit. Die Batterien sind installiert, also die Akkus. Ganz wichtig wieder, wie immer, unsere Kreuzverkabelung. Das heißt, einmal gehen wir hier vom Minus weg, hier gehen wir vom Plus weg, jeweils auf die Verteiler. Hier haben wir, der ist noch offen, einen Masseverteiler gesetzt. Hier dahinter, den habe ich euch ja schon gezeigt, ist der Plusverteiler. Hier sitzt der Wechselrichter. Das haben wir ja alles schon besprochen. Und jetzt geht es eigentlich hauptsächlich um den Ladebooster. Da wollte ich euch jetzt mal mitnehmen, wie das hier ausschaut. So, hier haben wir aktuell die Software, die wir ja von WCS auch zur Verfügung gestellt gekriegt haben für den Ladebooster, wo hier die ganzen ja, Parameter stehen. Ganz wichtig hier die ganzen Einstellungen, dass wir die beachten. Wir haben dann richtig programmiert. Hier unten sehen wir einmal den Sensor für die Lichtmaschine, der vorne an der Lichtmaschine angeschlossen ist. Dann sehen wir hier den Sensor für die Aufbauakkus, der hier verbaut ist. Und wenn es ein wenig wackelt, bitte seid um, bitte verzeiht mir. Ich versuche das gerade ein wenig so hinzudeichseln. Genau. Und ja, dann sehen wir die ganzen Werte. Hier oben sehen wir die aktuelle Spannung der Aufbaubatterie, der Starterbatterie. Hier sehen wir die Einstellungen, Lithiumbatterie, Starterbatterie. Hier sehen wir die Schutzspannung. Dann sehen wir die Startparameter. Wir haben jetzt hier D-Plus-Signal anliegen. Darum haben wir hier auch auf D-Plus gestellt. Gibt auch noch die Möglichkeit, auf die Klemme 15 zu stellen, beziehungsweise auf D plus, wenn es auf, na, Minus läuft. Auch das gibt es ja. Also da gibt es ja ganz viele Komponenten und Möglichkeiten, wo man hier beziehungsweise wo es hier. Ja, was soll ich jetzt sagen? Das ist auch das Tolle hier an der ganzen Sache. Man hat hier viele Möglichkeiten, auch den Rapid, wo man hier dementsprechend mit die Werte einstellen kann, für die Aufbaubatterie, für die Starterbatterie, ab was für einen Wert sie, wie viel Strom nach vorne, in welcher Zeit, in welchem Intervall und so weiter. Also da kann man so viele Dinge dementsprechend einstellen. Da nehme ich natürlich nicht viel Änderungen vor, weil das hat alles die Firma WCS mit ihrem Know-how und mit dem Wissen auch schon toll eingestellt. Also da brauche ich gar nicht mehr groß rumspielen. Das ist alles super fix. Das Einzige, was wir halt noch machen mussten, sind die Sensoren dementsprechend anlernen und beziehungsweise anschreiben. Das ist ja immer ganz wichtig. Und
Ja, dann habe ich hier den Ladestrom auf 50 Ampere gesetzt, weil das schon wichtig ist, dass man auch hier nicht immer mit voller Tüte vorangeht. Ist gar nicht nötig. Bei 2x100 Ampere Batterien sind 400 Amperestunden. Ich meine, die sind ja nie leer. Wenn man da mehr wie 60 reinbläst, ist ja Quatsch. Also das macht ja gar keinen Sinn. Darum lasse ich das jetzt mal auf 50 Ampere. Und jetzt würde ich mal sagen, jetzt starte ich einfach einmal den Motor, damit ihr mal seht, wie sich das Ganze hier verhält. Dazu muss ich euch bloß mal kurz mit hochnehmen. Bitte mal darauf achten, dass euch nicht schwindelig wird, weil ich habe leider noch keinen Kameramann. Ich muss das alles noch selbst machen. Und meine Jungs sind auch schon alle in Feierabend. Aber es geht. So, Motor läuft. Und da sehen wir auch sofort, wie sich die ganze Geschichte verändert. So, jetzt hat er eingeschalten. Nachdem er auf 50 steht, ne, sehen wir hier, wie er hier schwankt. Ihr seht es, 49, 50, da pendelt er sich ein. Das ist perfekt. Also richtig tolle Sache. Da sehen wir dann hier auch wieder die Spannung, wenn die Lichtmaschine läuft. Dann sehen wir hier die Temperatur. Temperatur Akku, Temperatur, also hier ist Temperatur Akku, hier ist Temperatur Lichtmaschine. Ihr seht es, das war jetzt eine Stadt, wie die auch schon hoch geht. Die war gerade noch bei 20 Grad, 21 Grad, jetzt sind wir schon bei 25 Grad. Und wenn man jetzt ein wenig laufen lassen, wird die ja ganz schnell hochschnellen. Dann sehen wir hier die Effektivität, wo man ablesen kann: 96, 95%. Also das ist echt top. Also scheint alles sauber zu laufen. Also schaut richtig gut aus, das Ganze, muss ich echt sagen. Also der muss ich wirklich sagen. Also ich kann nur eins immer wieder wiederholen. Ich meine, WCS hat sie auch schon selber lang genug und oft genug gesagt in ihrem YouTube-Kanal, in denen ihren Film, aber da muss ich sagen, hat der Götz echt eine Meisterleistung vollbracht. Das kann kein anderer Ladebooster, was das Ding kann. Also das ist phänomenal, weil es ist nicht einfach nur ein Ladebooster, was er nebenbei, ich sage schon fast nebenbei, macht. Also das Allerwichtigste, was er macht, ist ja, er beäugt wirklich haarscharf die Lichtmaschine. Ihr seht, wir sind jetzt schon bei 30 Grad. Er beäugt die Lichtmaschine, hält die Lichtmaschine unter Kontrolle und sowie die Thematik hochsteigt und eben diese 100 Grad anpeilt, regelt der selbstständig runter, nimmt den Ladestrom zurück, regelt runter, lässt die Lichtmaschine erst einmal durchschnaufen, damit der Verschleiß nicht so hoch wird, weil natürlich eine sehr heiße Lichtmaschine heißt auch sehr heiß, automatisch sehr hoher Verschleiß und somit haben wir einfach ein Problem. Und mit diesem Gerät ist es definitiv zu bewerkstelligen, dass dieses nicht passiert. Also die Lichtmaschine bleibt unberührt, sie geht nur auf Betriebstemperatur und alles, was darüber hinausgeht, regelt der Booster runter. Und also da muss ich echt sagen. Und dann natürlich auch noch die Möglichkeiten der Einstellung, ob ich jetzt ein D-Plus-Signal habe oder ob ich die Klemme 15 nehme. Das kann ich ja hier alles einstellen. Beziehungsweise, wenn ich D Plus auf Masse habe, dann kann ich im Prinzip die zwei Werte einfach hier vertauschen. Dann geht auch das. Also, es ist alles machbar bei dem Ding. Also, das ist schon echt phänomenal. Genauso, weil sich ja auch jede Lichtmaschine, jedes Auto anders verhält. Und man kann das wirklich im Detail exakt auf die Aufbaubatterie, auf die Starterbatterie und auf den Ladebooster entsprechend einstellen. Also da muss ich sagen, echt krass phänomenal. Also ich finde das Teil Hammer. Also richtig Hammer. Ich bin mega schwer begeistert und ich weiß, dass der sicherlich ein paar Euro kostet, wobei ich sage, dass er schon fast wieder zu billig ist, weil es ist so ein geiles Gerät und es sind ja drei Geräte in einem, das kommt ja nur dazu. Es ist ja nicht nur ein Booster, der eigentlich nichts kann, einfach nur laden, sondern das ist ein Booster, der eigenständige Überwachung macht und eigentlich nie was vernichtet und von nie was zu viel kann. Und wenn man den richtig einstellt und wenn man sich da ein bisschen damit befasst, ist das einfach ein Höllengerät. Also muss ich ganz ehrlich sagen,
Super lieben Dank ans ganze WCS-Team, wo da beteiligt war und wo das Teil entworfen hat. Also ich kann nur sagen, top, phänomenal. Ich bin so stolz und glücklich, dass ich das Gerät auch verbauen darf. Da bin ich richtig sprachlos, weil da weiß ich, da stehe ich mit 100%igen Namen und Ruf und was ihr auch alles habt dahinter, weil das ist ein Teil, wo phänomenal ist. Also das ist eine Revolution und das gehört eigentlich in jedes moderne und jedes, eigentlich auch in jedes ältere Auto, überhaupt in jedes Auto, weil das einfach top ist. Es ist Quatsch, in ein Auto einfach einen Ladebooster mit 70, 80 Ampere zu knallen, weil dann eben die Lichtmaschinen sehr stark strapaziert werden und auch sehr oft kaputt gehen. Und das passiert hier eben alles nicht, weil man die Parameter alles exakt einstellen kann. Also Respekt, das ist echt eine starke Nummer. Also ich habe mich schon verliebt in das Teil, ich finde ihn mega und ich kann ihn nur wärmstens empfehlen. Da sage ich lieber ein paar Euro mehr ausgeben, weil wie oft hat man das Thema, hängt man irgendeinen Ladebooster rein, bringt nichts und so weiter. Hier kann ich exakt messen, hier kann ich exakt einstellen. Also ich kann es nur immer wieder wiederholen, echt top. Und er läuft und läuft, wunderbar. Der macht genau, was er soll. Jetzt sehen wir auch, die Temperatur steigt langsam. Ne? Jetzt sind wir bei der Lichtmaschine schon bei 50 Grad. Ich lasse ihn jetzt mal ein bisschen laufen und dann schauen wir mal, was er macht, wenn die Lichtmaschine nur ein wenig heißer wird. Mal schauen, wie lange es braucht. Und da würde ich euch dann gleich nochmal dazu holen. So, also ihr seht, jetzt haben wir hier eine Betriebstemperatur von der Lichtmaschine von 58 Grad. Also sie wird jetzt nochmal, klar, wenn man wegen länger fährt, geht die nur weiter hoch, klar. Aber hier haben wir ja eingestellt, von 75 Temperatur fängt die schon ab, das Abregeln ab. Und bei 95 wird sie abschalten. Also nicht die Lichtmaschine, sondern würde der Booster rein theoretisch abschalten. Und das können wir hier dann auch ganz klar sehen. Ab hier 75 regelt er hier natürlich runter. Und bei 95 wird er sagen, so, jetzt machen wir mal eine Pause, lassen die Lichtmaschine sich einmal erholen. Weil eins ist auch klar, wenn ich blende euch das ein, ich habe es jetzt nämlich gerade auch nochmal aktuell ausprobiert, wenn man den Kühlschrank auf, jetzt in dem Fall bei dem Fahrzeug, wenn der Kühlschrank auf Batterie läuft, während der Motor läuft, schluckt der Kühlschrank alleine 20 Ampere. Also ich blende es euch ein. Bitte nicht wundern, ich habe mich bei einer Batterie eingewählt. Also das heißt, man muss die Werte ja immer mal zwei nehmen, weil das auf einer 100er Batterie war. Und bitte die Werte mal zwei nehmen, also sprich den Unterschied von den Bildern, wo ich euch einblende. Das war einmal mit eingeschaltetem Kühlschrank und einmal mit ausgeschaltetem Kühlschrank. Und da kann man sehen, wenn man die summiert, zusammenstellt, ohne Kühlschrank waren wir so bei 23 Ampere Ladestrom pro Batterie. Und mit Kühlschrank waren wir schon bloß noch bei 13. Also da seht ihr, 10 Ampere, sprich mal zwei Batterien, 20 Ampere nur der Kühlschrank. Und das ist natürlich dann schon ein Ding. Und da muss der Booster dann schon ganz schön ackern, dass er danach kommt. Also bei 20 Ampere, dann gehen effektiv echte 30 in die Batterie. Und das ist schon ein mega toller Wert, wenn man mit eingeschaltetem Kühlschrank fährt. Also finde ich zumindest toll, weil im Gegenzug, wenn man sich einen 30 Ampere Ladebooster kauft und den verbaut, schaltet den Kühlschrank ein und lässt ihn laufen, gehen 20 Ampere weg, gehen gerade mal 10 Ampere noch in den Akku. Also nicht vergessen, ist natürlich Voidronic, sprich nicht Voidronic, sondern ein Victron-Regler, der ja so allseits berühmt und bekannt ist, der 12-12-30 Smart-Regler, 30 Ampere. Das ist ja auch Victrons größter im Prinzip, außer der ganz große mit 50, aber der liegt dann gleich bei 500 Euro oder 600 Euro und ist nur ein ganz normaler Regler. Muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Smart-Regler mit 30 Ampere, wo ich dann effektiv gerade mal 10 in die Batterie bringe, schon eine schwache Nummer. Und
da kann ich hier natürlich schon ganz anders hausieren. Ne? Also ihr seht hier, der macht sein Geschäft, der lädt und lädt. Jetzt sind wir bei 66,5 Grad, ist immer nur 10 Grad Unterschied. Und ja, ich hole euch gleich nochmal dazu. Wir testen das jetzt mal aus, wie er dann runterregelt, und dann bin ich wieder bei euch. So, nun sehen wir das wunderschön. Ich habe jetzt wieder beigeschalten, wo wir hier sehen, dass jetzt die Lichtmaschine auf 78,5 Grad ist. Und dann, wenn wir hier gucken, sehen wir schon, wie er runterregelt, wo er keine 50 mehr nimmt, sondern dann schon noch runterregelt auf 40 Ampere, damit wir hier eben die Lichtmaschine jetzt schon anfangen zu entlasten. Also man sieht hier eindeutig 78,5 Grad. Eingestellt ist ab 75, regelt er runter, und hier hat er schon um gut 10 Ampere runter geregelt, um eben hier die Temperatur dann dementsprechend zu schonen und darauf zu achten, dass wir jetzt die Lichtmaschine schon anfangen, nicht über zu strapazieren. Und das ist einfach phänomenal. Also ich finde es klasse, ich finde es eine mega Innovation. Da muss ich sagen, ist Götz eigentlich, oder eigentlich ja immer, eine Nasenlänge voraus, und da muss ich wirklich sagen, das ist Wohnmobilelektrik im wahrsten Sinne und der ersten Güte, wo man einfach sagt, top Ware, top Gerät, und ja, phänomenal. Was jetzt dann auch noch kommt, beziehungsweise hat ja der Götz heute in seinem Video auch schon angeteasert, dass wir auch zwei Ladebooster in Reihe verbauen können. Gerade wenn man mal einen großen Liner hat, haben wir ja auch mal Batteriebanken drin mit 5, 6, 7 Lithium-Batterien. Und auch hier können wir natürlich ein Feuerwerk von Boostern veranstalten, weil wir zwei in Reihe hängen. Das heißt, einer ist der Master und der nächste ist, steht dann hier, irgendwo macht er noch einen Button hin, Slave, also sprich der zweite Booster, und dann steuert der Master Booster den zweiten, indem er diese ganzen Werte her, diese Messwerte, wo er hier ausgibt, einschließlich Temperaturen, dann natürlich mehr Temperaturen, weil wir mehr Aufbaubatterien haben, dann haben wir die ganzen einzelnen Batterien, wo dann entsprechend weitergegeben werden an den zweiten Booster und sich auch nach diesen Werten richten kann. Also da muss man keine fünf Temperatursensoren und Messleitungen legen, sondern eben nur einmal für den Master Booster, und dann kann man einen zweiten direkt dranhängen und der wird sich vom ersten aus bedienen. Also eine wahnsinns tolle Sache. Ich kann bloß immer wieder sagen, vielen Dank, dass auch wir von Mika Caravan diesen Booster verbauen dürfen. Tolle Schicht, tolle Geschichte, mega, echt top. Funktioniert astrein. Und wir sind da echt mega stolz drauf. Und jo, ich hoffe, es hat euch genauso interessiert wie uns und ihr seid auch begeistert dabei. Ich werde heute auch gleich nochmal die nächste Order fertig machen, weil wir natürlich nur ein paar brauchen, weil wir auch noch etliche verkauft haben. Jo, das Verbauen klappt toll, das haben wir hier schon mal gut geregelt und auch auf engem Raum eine tolle Lösung gefunden, dass alles sauber und ordentlich funktioniert, und da wird der Kunde richtig Spaß haben, weil leere Batterien oder leere Akkus sind Geschichte. Zudem hat er ja nur eine tolle Solaranlage aufs Dach bekommen mit 2x170 Watt. Auch da haben wir eine tolle Leistung hingelegt für die Akkus. Also ja, da kann nichts mehr schief gehen. Ich glaube, oder ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir machen jetzt hier nur ein bisschen Feintuning. Wir müssen jetzt hier nur ein bisschen das Kästchen aufbereiten. Und da, jo, dann morgen wird das Auto geholt. Und dann ist es auch wieder fertig und geht raus. In diesem Sinn wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Bleibt alle gesund, und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch, genauso wie über ein Abo, und bleibt mal alle gesund. Und an der Stelle auch nochmal ganz viele Grüße an WCS für das Mega-Produkt, wo ich echt nur
ja, mit allem, was wir haben, dahinter stehen. Und ich freue mich da schon wieder auf die nächsten, weil das ist echt ein mega, mega Produkt. Also, bis dann. Alles Gute. Schöne Grüße aus Dinkelsbühl. Macht's gut. Ciao, ciao.